Heute wollen wir in die mitternächtlichen Hainen von Jebel Zak. Und ich bin hier mit zwei meiner Kriegerinnen unterwegs, die noch in Ausbildung sind. Und wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, hier reinzugehen. Entweder wir reden mit Jebel Zak. Come, come to me. You have nothing to fear of me, human. I am simply lonely as I await my return to the Misty Lands. I would like to talk. Wir können bei ihm hier den Trank der Mitternacht kaufen für 5 Wildfleisch und wir können Alchemist der Mitternacht lernen, um in beiden Fällen zu I'll erhalten, wander here, human, zeig's until euch I can hier, return to the Misty Lands. den Trank der Mitternacht. Jetzt ist es so, entweder du kaufst ihn bei ihm oder du musst ihn hier herstellen, wobei ich persönlich finde, dass es einfacher ist, ihn eben hier einfach zu kaufen und zu benutzen. Alles, was wir dafür brauchen, sind 5 Wildfleisch. Und es gibt hier bestimmt irgendwo irgendwas, was wir töten können für Wildfleisch. Zum Beispiel die Schlange. So. Und da holen wir uns jetzt das Wildfleisch von der Schlange. Hat mehr als genug. Ich bin mit den beiden Mädels unterwegs. Die Frage wird sicher irgendwie in den Kommentaren kommen. Huch, das war die falsche Tür. Wieso hast du zwei dabei? Also du kannst zwei mitnehmen, wenn du Kompetenz gelevelt hast, komplett ausgelevelt hast. Ich zeige es euch gerade mal. Wenn du Autorität ausgelevelt hast, kannst du hier unten als letztes entscheiden, du möchtest mehr als einen mitnehmen, nämlich zwei. Oder in meinem Fall mache ich das mit der Mod Better Thralls, wo ich theoretisch sogar, so ist es hier auf diesem Server eingestellt, 5 mitnehmen könnte. So, wir gehen aber trotzdem mit den Alone zweien. whispered to me of your coming. Das kaufen wir jetzt Your bei ihm. conversation shall be missed, human. Und wir müssen das sofort benutzen, weil das läuft ab nach einer Minute. Und das bringt uns direkt dann in den Mitternachtshain rein. So, da sind wir schon. Da ist der Eingang gewesen. Die Türen schließen sich. Zwei Türen haben sich geschlossen, nämlich der Ausgang und der Eingang. Und wir folgen immer den Glühwürmchen. Das ist ganz wichtig, weil das ist schon ein ziemliches Labyrinth. Halt! So, das wollte ich. Ich bin jetzt gar nicht hier, um. Ich bin jetzt gar nicht hier drin, um allzu viele Sachen mitzunehmen. Nur ein paar ausgewählte Dinge, wie zum Beispiel Purpurs, Lotuspulver, Goldstaub werden wir mitnehmen. Aloe. Naja, es sieht jetzt doch so aus, als würde ich ziemlich alles mitnehmen. Stimmt aber nicht. So, aber naja, fast alles, ne? Das lassen wir hier. Das brauchen wir nicht. So, genau. Und dann können wir noch mal gucken, aber die NPCs hier haben. Ja, er hat einen kleinen, das hier ist ein Schatz dabei. Ja, nee, danke. So. Und wie gesagt, jetzt. Habe ich vorhin gesagt, wir folgen den Glühwürmchen. Jetzt gibt es hier eine Weggabelung ohne Glühwürmchen. Das bedeutet aber einfach nur, wir können den einen oder den anderen Weg nehmen. Und Thank you.
Ja, da sind auch schon wieder unsere Glühwürmchen, die zeigen uns den Weg und weiter geht's. Gucken wir hier rein. Wir nehmen alles und schmeißen die Sachen dann weg, falls nach uns jemand kommt. Erstmal die hier vor. Da geht's weiter. Das wollen wir alles nicht. Okay. Weiter geht's hier. Also es ist schon ganz wichtig, in diesem Labyrinth immer zu gucken, wo sind eigentlich die Glühwürmchen. Also ich kann euch sagen, als ich das erste Mal hier war, da habe ich mich total verlaufen. Ich glaube, ich war 2,5 Stunden hier drin und bin wahrscheinlich immer im Kreis gelaufen. Ja. Falls ihr euch wundert, ich habe die Reise des Dungeon-Forschers eingeschaltet, könnt ihr oben rechts sehen. Ich war schon hier drin und es gab zwei kleine Probleme. Das erste Problem war, dass er irgendwie die Reise nicht beendet hat, obwohl ich gefühlt alles gemacht habe. Das könnte daran gelegen haben, dass ich zu zweit hier drin war und das eigentlich als Koop auch zeigen wollte. Möglich. Ja, und ja, also er hat das auf jeden Fall nicht beendet, die Reise, und ich will natürlich weiterkommen, ne? Außerdem, irgendwie war die Aufnahme nicht gelaufen. Ja. So. Kann sein, dass ich jetzt irgendwelche Kisten vergesse oder so. Wie gesagt, mir geht es jetzt eigentlich darum, hier nochmal durchzugehen und die Reise freizuschalten, damit wir da weitermachen können oder ich da weitermachen kann, ja. Die Mädels machen das. Sieht gut aus. Hat sich eben angehört, als würde jemand mit einem Pfeil auf uns schießen. Da geht es schon zum ersten Boss. Ich wollte eigentlich nicht ernten, ich wollte weg da. So. Ah ja, wir müssen dämonische Katzen besiegen. Stählerner Kriegshammer nehmen wir natürlich mit. Und wir hoffen, dass wir von ihm Mitternachtsblumen bekommen. Sieht aber nicht so aus. Doch, Schattenblumen haben wir. So, wenn ich das
richtig sehr. Dann geht es hier weiter. Ja, man sieht es auch daran, in welche Richtung die Glühwürmchen fliegen. Wir können uns jetzt hier zwischen den drei Wegen entscheiden. Ich gehe mal hier den mittleren, einfach weil ich letztes Mal den oberen gewählt habe. I never wanted to be here. So. Weiter geht's. Ja, du auch. Ja. Also wenn ihr noch relativ am Anfang seid, dann lohnt sich das sicher, so ein paar Sachen hier auch mitzunehmen, ne? Also mehr von diesem Loot hier. Ich hatte übrigens heute Morgen schon mal so meinen ganz persönlichen Horror. Ich bin hier an meinen Schreibtisch gegangen und da stand noch ein Wasserglas von gestern Abend. Und da sitzt eine richtig fette Spinne drin. Oh, das ist nicht lustig. Also das mit der Spinne, das war wirklich so, pfui, 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 pfui. Oh, wow. Okay. Also dieses Schwert hier für Beweglichkeitskämpfer. Immortals Quill. Gut, ah ja, das kommt aus einer Mod. Aber das ist echt ein bisschen OP, glaube ich. Das sieht hier zwar gar nicht unbedingt so aus, das kommt aus der Emberlight Mod und habe ich irgendwo gefunden, aber das ist heftig, ist wirklich heftig. Naja, ich habe dann irgendwie auf das Glas eine Untertasse, Kaffeeuntertasse getan und habe sie rausgetragen, aber ich konnte mich dann nicht überwinden, sie auch freizulassen. Deswegen warten wir jetzt auf jemand, der sich bereit erklärt, die Spinne freizulassen im Garten oder hier auf dem Balkon. Eieieiei. Da sind die Glühwürmchen. Jetzt kommen wir zu den Bären. Also es gibt ja auch einen Haufen Bärenkinder übrigens. Ja, Bärenkinder gibt es auch, aber es gibt auch andere, zum Beispiel vom Säbelzahn. Also verschiedenste Optionen. Und es gibt hier eben auch viele Seitengänge und so, in die du theoretisch reingehen kannst. Ja, aber das ist jetzt nicht das, was wir heute wollen. Wir wollen den direkten Weg gehen, wenn es geht. Wieder eine recht gute Waffe, stählerner Kriegshammer. Ja, ist schon gut, ne? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr braucht viele Waffen für die Purge oder so, dann kann man sowas schon ganz gut mitnehmen oder man kann es zerlegen gegebenenfalls. Weiß ich jetzt nicht, ob sich die zerlegen lassen, aber theoretisch.
So, und wieder ein paar Schattenblumen, die man ja zum Beispiel braucht für das gute Futter für unsere Tiere. So, ich glaube, da sind wir reingekommen. Und da geht's weiter. Oh ja, genau. Genau, hier haben wir zum Beispiel also die Säbelzahn. Und da laufen dann auch Säbelzahnjunge rum, die man mitnehmen kann, wenn man das möchte. Ne? Das ist vielleicht sogar die einfachste Variante, wie du Säbelzahn selber züchten kannst. Au. Sehr gut. Da sind die Babys, da. Ja, ich würde schon eins mitnehmen wollen. Habe ich es jetzt aufgesammelt? Nee, habe ich nicht. Nur irgendwas anderes. Ach, komm her hier, Baby. Das gibt's ja gar nicht. Ich kann das nicht aufnehmen. Ich war doch drauf. Ich glaube, ich habe das Säbelzahnjunge getötet. Falsche Taste und das war's dann. Naja, wir wollen aber keinen Säbelzahn mitnehmen. Oh. Freya ist Level 20. Schauen wir mal gerade. Heilig. Vitalität. 15 Vitalität. Oh, nice. Guck mal, wenn sie mir folgt, kommt sie auf über 4000. Starke Arme, universeller Krieger. Ja, damit kann man schon zufrieden sein. Ja, heilig. Sehr schön. Ja, jetzt geht's hier zu dem Spezialisten hier unten. Werd mich einmal heilen. Den finde ich blöd, weil der zappelt so fürchterlich rum. Jo, dann gehen wir mal da runter. Würdet ihr den da? Nein, keine Pilze ernten. Er hat sogar zwei Waffen für uns. Schwarze Klauen. Beweglichkeitswaffe legendär. Aha. Ich glaube, ich muss mal, obwohl, ne, ich bin immer noch nicht überlastet. Das ist eigentlich gut. Viel gutes Fleisch haben wir. Richtig gutes Fleisch. Also es lohnt sich dann schon, irgendwo auch hier reinzugehen, ne?
Ich muss meine Klauen ausprobieren. Obwohl, nee, sollte ich nicht. Also, falls sie gut sind, sollte ich sie erstmal noch verbessern, dass sie nicht so schnell kaputt gehen, ne? Also bleiben wir mal erstmal bei denen hier. So. Und wo ist der? Hier geht's raus. Oder beziehungsweise hier geht's wieder nach oben, sagen wir mal. Irgendwie habe ich die falsche Nahrung gegessen. Ne? Ich habe Stärke, Waffenschaden plus 15, sehe ich gerade. Ja, eigentlich habe ich einfach irgendwas gegessen, glaube ich. Und das war's dann im Grunde schon. Und die Profis unter euch, habe ich irgendwas vergessen, warum er das jetzt nicht freischalten würde? Dass ich den Hain erkundet habe? So, da ist der Endboss. Jetzt hat er es gemacht. Jetzt hat er es gemacht. Alles nehmen. Jetzt bin ich auf jeden Fall überlastet. Und ich habe vergessen, euch zu zeigen, wie es ausschaut, wenn er da gesprochen hat. Aber das habe ich im anderen Video ganz sicher. Zum mitternächtlichen Heim. Ich war so drauf fixiert, dass meine Reise jetzt zu Ende geht. Hier abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, der nächste Step ist dann die schwarze Feste erkunden. Ja. Naja gut, dann werden wir ein bisschen schleichen. Wir sind nicht weit von zu Hause entfernt. Und wir machen natürlich noch die Kisten auf. Was haben wir hier? Axt des Löwen. Die ist gut. Gesundheitsschaden 103. Okay. Die ist sehr gut offensichtlich. Und was haben wir hier? Howling Darkness. Eine Emberlight-Waffe. Und dann haben wir hier arkbitanische Klingen. Sehr schön. Drei legendäre Waffen für unsere Sammlung. Und dann geht's hier raus. Und wir springen hier einfach in diesen grünen Teich. Ja, immer wenn ein Teich so grünlich leuchtet, sollte man da unbedingt reinhüpfen. Und wir sind in Sepameru gelandet. Bei der einsamen Fischerin oder bei dem einsamen Fischer. So, ich hoffe, diese Folge im mitternächtlichen Hain hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.